Die sagen I love you nach 5 Tagen. Wir haben festgestellt, dass wir irgendwann mal Geld scheißen müssen. Leute, es ist 6:25 Uhr. Dass es nicht so schlecht weitergeht. And I'm not a freaking 2 million follower kind of girl, you know? Leute, es ist 6:50 Uhr und ich werde gezwungen, ein 7:15 Uhr Workout zu machen im Gym. Fertig mit dem Gym. War jetzt noch einkaufen. A lot of shit. Und dann geht's nach Hause, Frühstück machen. Und dann muss ich mein Auto abholen bei der Inspektion. Aber die Sonne ist gut für mein Skin. Food Hall. Wir haben ja einmal dieses Müsli. So, so geil. Mit so Cookies. Das ist einfach der Shit. Also probiert es mal. Ist natürlich, ne, von den Nährwerten nicht das Beste, was man tun kann. Aber auf jeden Fall ein Try-Wert. Und das ist auf jeden Fall ein Vollkorn. Okay, machen wir weiter mit irgendeinem Käse, keine Ahnung. Und dann einmal Feta. Und dann einmal Philadelphia Schnittlauch. Pick-up für schwere Zeiten. 2 Chia-Brötchen. Franz-Brötchen. Ein Brezel. Ich werde natürlich alles jetzt sofort inhalieren. Ich bin wieder Tom. Habe gerade meine Haare aufgemacht, denn ich werde jetzt duschen gehen. Habe gerade sehr viele Sachen erledigt. Habe mein Auto bei der Inspektion abgeholt. War bei der Apotheke, war beim DM. Habe mein Auto getankt und ja. Time for me to shower. Time for me to actually start my real working day. Ja, ein bisschen aufräumen, ein bisschen E-Mails, ein bisschen Krimskram. Und ja, erstmal muss ich meine Haare waschen, weil ich stink auch ein bisschen. Also vorhin habe ich meinen Körper geduscht, aber Haare sind auf jeden Fall essential today. I cannot forget you. Wow, okay. Ja, I love it. Also Leute, ich gebe euch mal ein kleines Update. Ich habe mich geschminkt, Haare gemacht und habe währenddessen mit Sonny telefoniert, deswegen habe ich nicht gevloggt. Wir haben einfach 1 Stunde und 40 Minuten telefoniert. Wir hatten so viel zum Upcatchen, so viel über Sachen, die jetzt anstehen. Vielleicht kommt, also ziemlich sicher, kommt was ganz Cooles auf euch zu. Also da schon mal kleine Hints droppen. Ja, und ich habe jetzt gerade noch eine Story gemacht und wie gesagt, meine Haare auch geföhnt. Ich kriege ja immer wieder Fragen. Benutzt du den Dyson noch? Lohnt es sich? Meiner Meinung nach, es lohnt sich immer noch. Ich weiß, dass viele nicht so viel Geld dafür ausgeben würden, was ich vollkommen verstehen kann. Deswegen schaut mal bei eBay. Vielleicht gibt es irgendwelche, die ihren verkaufen wollen. Dann müsst ihr euch den nicht komplett neu holen. Ich glaube nicht, dass man sowas komplett neu braucht, weil diese Dinger halten extrem lange. Was ich halt so an dem liebe, ist einmal diese Frisur, dass man halt so vom Friseur halt aussieht, ohne die Haare so extrem zu schädigen, was für mich sehr wichtig ist, denn ich habe gefärbte Haare und meine Haare, also die brechen nicht schnell ab, aber durch das Blondieren gehen die halt relativ schnell kaputt. Deswegen versuche ich immer so wenig Hitze wie möglich halt zu verwenden und deswegen, ja, that's my fave, ich liebe es. Wenn ich einen Rabattcode hätte, Leute, würde ich euch ihn geben. Ich bin dran, aber es ist so unglaublich schwer, an einen Dyson-Code zu kommen. Das sage ich jetzt nicht nur so, sondern sehr, sehr schwer. And I'm not a freaking 2 million follower kind of girl, you know? Den Schmuck, den ich trage, ist übrigens von Zoeca Jewelry. Dafür habe ich gerade eine Story gemacht. Ich hoffe, ihr habt es gesehen, weil ich hatte auch einen Code für 30%, der für 2 Tage gültig ist. Der heißt Caro30. Not sponsored. Wenn er noch funktioniert, good for you. Wenn nicht, dann lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, ob ihr nochmal einen Code haben wollt. Weil ich finde die Sachen halt so, so, so schön. Und ja, ich muss jetzt hier mal ein bisschen aufräumen. What's new? Und dann auch so ein bisschen meinen restlichen Tag noch planen, ein bisschen durch E-Mails gehen. Und dann hole ich später Jenny ab und wir machen uns heute Abend zusammen fertig. Wollen ein Video drehen, ein bisschen was trinken und dann gehen wir heute Abend feiern. Da bin ich sehr excited für und ja, that's the plan. That's the plan. Habe gerade meine E-Mails gemacht, habe an meinem iPad gearbeitet, habe es leider nicht so richtig geschafft aufzuräumen.
Love that for me. Ich werde jetzt auf jeden Fall Jenny abholen. Dann muss ich auch nochmal zu Müller und nochmal zur Apotheke. Ja. Können wir mal darüber reden, wie die Leute abgehen wegen Corona? Also ich finde es langsam ein bisschen erschreckend, um ehrlich zu sein. Die Leute in NRW dürfen teilweise nicht aus ihren Häusern raus. In manchen Stadtteilen gibt es kein Desinfektionsmittel mehr. Also in der Schweiz wurden Konzerte abgesagt, wo mehr als 1000 Menschen sind. Like, this is freaking crazy. Ich weiß nicht, was ich glauben, tun, machen soll. I got it on fire. First World Problem, aber kaum rausgehen. So Leute, ich bin jetzt im Auto, habe die Jenny abgeholt, die möchte nicht gezeigt werden, weil sie zu schön aussieht. wir gehen jetzt in Müller und da holen wir ein paar Sachen und dann Essen holen und ich muss noch zur Apotheke. Ja. Yes, let's go. Sie sieht gut aus, Junge. Könnt ihr mal in die Kommentare... Jeder schreibt immer, dass du so hübsch bist, aber... Egal. She needs a love. Wir haben noch mehr Essen geholt. Der Food Hall geht weiter. Eier, Toast. Das bleibt nicht stehen. Ey, wenn die jetzt runterfällt. vegetarische Mortadella. Das Essentielle von heute. Rugo. Dann ganz healthy Half-Baked Eis war im Angebot, Leute. Bei Rewe. Gesalzene Butter is the best. Und die vegane, ungesunde Variante. Geil. Ja. War das was anderes? Nee, ne? Mhm. Okidoki. Hast du schon das Essen gezeigt? Nee. Und Essen, Leute. Essen, Essen, Essen. Ist ein bisschen ausgelaufen. Ja, nee. Oh, von mir schon auch. Okay. ASMR. Wir setzen uns einfach gleich nach da hinten und können dann so eine Serie schauen. Yes. Wir schauen jetzt Love is Blind and this is our food. Yummy. Delish. So viele von euch haben mir gesagt, Love is Blind ist krass, weil ich gestern so eine Umfrage auf Instagram gemacht habe. Deswegen schauen wir uns das jetzt an. Es gibt auf Netflix. I'm so confused. Das ist so komisch. Oh mein Gott, die weinen! Warum weinen die jetzt gerade? Irgendwie habe ich das gerade mitbekommen. I wish that I could see you. Hold you right now. Das ist gerade der vierte Tag, an dem wir sie sehen. Sehen vor allem. Ich weiß nicht, ich könnte das never ever. Weil ich so ein Mensch bin, ich brauche so die Person so genau so neben mir. Side by side. Ja, ich könnte das, also, nee. Oh mein Gott, nach dem fünften Tag. Ist ein bisschen dramatisch. Mhm. Und sie meinte einfach, sie hatte Essen für länger in ihrem Kühlschrank. Die sagen I love you nach 5 Tagen. Nach 5! Alter, ich würde da so untergehen. Leute, ich bin in einem absoluten Food-Koma. Ich fühle mich so, als müsste ich 5 Kilo mal rausscheißen. Aber es, glaube ich, funktioniert nicht so. Ja. Jenny ist sich am fertig machen. Yes. She will look like a freaking noch freakiger Snack in 0.2 seconds. Und ich sehe mit meinem von 14 Uhr Make-up noch aus wie ein halber Snack wenigstens. Sie sieht aus wie ein ganzer Snack, Alter. Ich sehe aus wie ein 6-Months-Pregnant-Feeling. Bloated ja, Snack. Ja, ich glaube, das liegt an dem Eis, was ich auch gegessen habe. ja, aber living my life, enjoying life, you know. Doja ist in der Back. Ja, wir drehen morgen ein Tiki-Toki-Video. Ja. Also ein Video, wo wir es nachmachen. Machen? Doch, aber ich schaff's morgen nicht, weil, erzähl ich dir gleich. Und ja, ich zeige später dann auf jeden Fall mein Outfit. Mal gucken, ob ich dadurch noch auf Toilette gehen kann. Das fände ich nämlich lit. Ja. Ich sehe schon so wasted aus. So, wir sind jetzt fertig. In Hose. Oh mein Gott, krank, ne? Und jetzt ein Stößchen Hugo. Du musst gleich die ganze Flasche, gell?
Wir gehen jetzt auf jeden Fall gleich feiern. Meins? Meins war auch nicht. Hä? Das ist jetzt richtig creepy. Meins war's nicht. Meins war's auch nicht. Meins war's echt nicht. Meins war's auch nicht. Das war aber so ein WhatsApp-Ding. Ja, ja. Ah, vielleicht ist es im Lied. Ja, stimmt. Mach nochmal an. Warte. Der singt auch immer so. Ja. Wow. Lol. Okay. Stößchen auf. Stößchen auf 2020, dass es nicht so schlecht weitergeht. Und auf die Liebe. Oh. Auf die Liebe, Leute. Liebe und Freundschaft. Freundschaft ist auch ganz wichtig. Läuft die Kamera über? Ja. Ich würde schon sagen, also Freundschaft gehört schon so zur Liebe. Mhm. Ich finde, das ist halt eine andere Art von Liebe, finde ich. Ja, ich finde, du führst mit deinen Freunden auch eine Relationship. Ja. Aber keine sexuelle. Hoffentlich. Connors, ey, das ist schon ein bisschen so itty bitty, ne? Nee, schon so in your fucking freaking face. Das ist nicht itty bitty. Malibu, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. God, young man, mach die 808. In der Limo, so wie Age Shooter ist. Skinny. Kein Spaß, alles was du willst, ist Sicko, mach die Tür hinten auf. Und ich steck langsam aus dem Benzo. Ist die Info, bin ich Info. Dann stimmt so, nutze Info. Morning in the morning. Ja, ich habe nicht zu viel gevloggt, weil ich muss sagen, es war auch nicht so krass. Also ich war todesmüde gestern. Ich habe dann auch Alkohol getrunken sogar. Aber ich muss sagen, ich stehe auf dieser Tüte. Ich muss sagen, ich war offen fürs Feiern gehen und ich hatte auch Bock. Aber es war jetzt, ich war halt nicht so mit meiner Group. Und deswegen war ich ein bisschen so, ich weiß nicht. Plan war eigentlich, dass wir Mädels, Sophie, Jenny, Jana, ein paar andere noch, Cheyenne, so feiern gehen. Aber hat dann alles nicht so funktioniert, weil Sophie hat sich verletzt am Fuß und so weiter. Und ich bin ja jetzt auch gerade gesund geworden, deswegen wollte ich jetzt auch nicht riskieren, mit kurzem Kleid da irgendwo anzustehen im Regen. Es hat nämlich gestern geregnet. Abfuck. Deswegen war ich dann mit Hose einfach ein bisschen entspannter feiern und ich muss schon sagen, ich habe mir schon Gedanken gemacht wegen Corona und so, ob das okay ist oder so, weil so viele Leute sagen ja, man soll große Plätze vermeiden und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich denken, fühlen oder machen soll. Schreibt mir mal eure Gedanken in die Kommentare, ich bin so gespannt, was ihr dazu sagt, weil Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Ich habe ja letztens erst über meine Meinung gesprochen, ne? Aber seitdem hat sich auch wieder so viel verändert. Es ist auf jeden Fall pure Panik, die verbreitet wird. Und das finde ich halt unnormal kacke, ohne dass eine richtige Lösung gezeigt wird. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nur so dünn. Und dann guckt, wie ihr klarkommt. Und ja, wir haben jetzt auf jeden Fall Samstag. Ich werde gleich kurz baden. Und dann werde ich bisschen aufräumen, was ich gestern nicht geschafft habe. Und dann gehe ich in die Stadt, treffe mich mit Cheyenne da. Ich wollte mir eigentlich mal eine neue Tasche kaufen. Ich glaube aber nicht, dass das passieren wird, weil ich bin todesgeizig. Ich bin leider nicht so jemand, ich kaufe einfach so, weil ich sage, oh, das finde ich schön, das kaufe ich jetzt. Sondern ich denke über Sachen richtig, richtig lange nach. Und ich habe ein paar Sachen, die ich ganz schön finde. Und deswegen gucken wir mal, was so passieren wird. Und ja. Das ist mein Plan. Ich kann ehrlich gesagt nicht glauben, dass ich das heute machen werde, was ich machen werde. Aber ich werde mit Doja ein TikTok-Video drehen, wie wir TikToks nachmachen. Ich dachte, es wäre an der Zeit, dass ihr alle mal wieder ein bisschen lachen könnt, ne? Und ihr müsst wissen, das ist für mich wirklich next level cringe und unangenehm, weil ich verstehe dieses Prinzip einfach nicht von TikTok. Ich finde das einfach cringe. Aber vielleicht komme ich dadurch der ganzen Sache ein bisschen näher. I don't know. Und kann mich ein bisschen drauf einlassen. Ich weiß ja nicht, aber ja, ich bin gespannt. Ich mache jetzt erstmal mein Make-up. Und ich habe gerade voll das schöne Bild auf Instagram hochgeladen. So ohne Make-up, ohne Facetune und voll die schöne Caption. Könnt ihr mal hier abchecken. So, ich war den ganzen, nicht den ganzen Tag, aber ich saß die ganze Zeit jetzt an meinen Steuersachen. Ich
hätte natürlich jetzt auch einfach sagen können, ja, ich gehe jetzt einfach los. Aber ich will euch sagen, dass eine Selbstständigkeit nicht unbedingt immer einfach ist und dass viele Leute natürlich den kontrollierteren Weg gehen und angestellt sind. Aber wenn du selbstständig bist, hast du eine große Verantwortung gegenüber deinem Unternehmen und auch dem Finanzamt. Es kommen sehr viele Sachen auf dich zu, die du nicht erwartest. Und ja, Samstag, Sonntags ist meistens immer so die Tage, wo ich Stunden unten sitze mit meinen Eltern und meine Sachen durchgehe. Und ich bin so dankbar, dass meine Eltern mich da unterstützen und mir da helfen, weil ich meine ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie ich das alles sonst hinkriege und machen soll, weil mir die Sachen in der Schule nie beigebracht wurden und ich auch nicht studiert habe und nicht, keine Ahnung, wie alt bin. Jedenfalls habe ich mich umgezogen, weil ich bin eigentlich schon mit Cheyenne seit einer Stunde verabredet, aber ich sitze da unten und ich kann halt einfach nicht weggehen. Habe mich jetzt kurz umgezogen und werde mich jetzt unten nochmal hinsetzen und dann werde ich so schnell wie möglich zu ihr fahren, also in die Stadt fahren und sie auf einen Kaffee einladen und ja, das ist das Mindeste, was ich mäßig machen kann. Leute, wir sind shoppen und wir haben festgestellt, dass wir irgendwann mal Geld scheißen müssen. Gerade gesagt? Oh mein Gott. Stella McCartney. Wir sind in der falschen Boutique. 595 Euro. Ach nur! Das ist voll schön. Das ist ja... Ich finde das irgendwie nicht, das ist gar kein Ausschnitt. Ich krieg die nicht auf. Sieh mal an. Das geht nicht. Das Ding. Oh mein Gott, das ist voll schön. Echt jetzt? Musst du nicht? Geht so. Cheyenne ist in ihrem Crazy Color Heaven, Alter. Crazy Color. Leute, das Ding kostet 1500 Euro. Wir fragen uns natürlich. Mit Ball oder ohne Ball? Oh, der Ball ist aber schon cool. Wenn ich für anfangen, Ball zu spielen. Also, bevor ich mir das hier wirklich hole, Leute, dann. Ey, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Tampons? Ich weiß auch nicht. Vielleicht für. Meditieren. Die ist so schön. Aber das ist auch keine Tasche, das weißt du schon, ne? Ja, aber man kann. Da machst du wahrscheinlich so Schmuck oder sowas rein. Man kann das doch als Tasche umfunktionieren. Wie denn? Keine Ahnung, vielleicht kann man noch so. Aber es gibt so eine Art von Taschen, ja, hier, genau. Ne? So, don't we wishing you were still here. So, Leute. Your girl is going on a night restaurant. Out. Dinner, glaube ich. Aber ich fixe mal ein bisschen mein Make-up, seht ihr? Meine Lash. Also, ich gebe euch mal ein kleines Update. Und zwar, ja, haben wir das TikTok-Video gedreht. Ist ehrlich gesagt leider nicht so gut geworden, wie ich es mir erhofft habe. Also, das Video an sich ist, glaube ich, dick witzig geworden, aber naja, mehr sage ich jetzt auch nicht, weil ich weiß nicht, wann das Video online kommt. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Lash hier fixen. Und auch so ein bisschen mein Make-up auffreshen. Ich glaube, ich ziehe mal dramatischere Lashes an. You know I'm crazy over you. No matter what. You know I'm crazy over you. Erstmal den Kleber von den Lashes abmachen. Ich wollte mir ja heute eigentlich eine Tasche kaufen, ne? Und dann wollten wir so zu Gucci rein, weil ich mir so eine ganz kleine Minitasche eigentlich schon holen wollte, länger. Da war einfach Stromausfall und dann war ich so, maybe it's a sign, maybe I shouldn't buy the bag. You don't know what you did to me. I look like a clown.
geht. Caro, die absolute Ehrenfrau, hat mir gerade, also ich habe die gesehen, auch im Internet, und dann dachte ich mir so, boah, das sind so geile Schuhe. Jetzt guckt euch mal diese Schuhe an. Wie geil sind die bitte? Ich liebe diese Farbe. Und dann weißt du, ja, darf ich die haben? Und sie meinte so einfach so, ja, weil sie ihr nicht passen. Und dann war ich so, korrekt. Und dann sagt sie noch, guck mal, ich hab noch die in, weil ich fand die auch in diesem Lemon richtig geil. Und dann sagt sie mir einfach, ja, guck mal, ich hab die auch so in Gelb. Ich war so, nein, sie war so, doch. Jetzt habe ich die einfach in beiden Farben. Ey, ich kann einfach mit einem Pink, einem Gelb rausgehen. Wie cool ist das denn? Ey, Caro? Korrekt. Thank you, bro. Auf jeden Fall waren unsere TikToks jetzt minimal erfolgreich. Ein paar sind richtig lustig geworden. Video könnt ihr auch dann abchecken. Gang, gang. Meine Nase läuft. Adios. Hallo? Ich bin's, die Vicky. Nimmst du jetzt die Schuhe? Ja, natürlich. Beide? Ja, natürlich. Okay. Das Angebot kann ich mir doch nicht entgehen lassen. Ja, aber manchmal, also die fallen irgendwie aus, anders oder? Aus. I don't know. Ich find's komisch. Ich find's auch heftig. Weil ich finde, in den einen Schuh, da passt mir so 41 und in dem anderen Schuh rutsch ich raus. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist richtig weird. So dead. Das ist genauso wie deine Balenciaga, die hatte ich auch schon dreimal an draußen. Haben mir auch gepasst. Das war ein Spaß. Das war wirklich ein Spaß, Caro. Also ich hoffe, das war wirklich ein Spaß. Absolutes Food kommt aus Essen, war einfach zu krank. Gab's? Trüffel-Gnocchis. Uff, Gnocchis? Ja. Ich fand so geil. Bist du nicht normal so? Ich finde das irgendwie mit anderen Nudeln geil da. Echt? Gnocchis finde ich die Konsistenz so. Ich bei den. Ja? Mhm. Aber mit. Trüffel? Ich ja. Dachte, du trägst Schminke. Du bist so schön, auch ohne. Caro. Ich wollte dir eigentlich eine Backpfeife gleich geben, ach, aber danke. It's too late. Love this for my sister, Alter. Ja? Ja. Ja? I'm her best friend. Shut the fuck up. We're best friend. That's my best friend. That's my best friend. Best friend. Ich will gerade eigentlich einen TikTok nachmachen. Habe ich nicht gehört. Renegade, Renegade, Renegade. Was ich eigentlich sagen wollte. Das war nächste Woche Mukbang drin. Mukbang? Mukbang? Ey, guck mal, wie ich schon Mukbang sage. Mukbang. Und wo sollen die Fragen hinstellen? Was? Sollen die Fragen hinschreiben? Ich glaube, wir müssen. Machst du dann Insta? Hä? Hä? Wie bitte? Was meinst du? Insta lieber. Weil ja, gell? Der Vlog kommt vor, also zu kurz. Dann noch zu lang Abstand bis zum Mukbang. Wann wollen wir das Mukbang drehen? Wann hast du Zeit? Caro. Für dich habe ich doch immer Zeit, Caro. Wann hast du am Dienstag Schule aus? 13.10 Uhr. Uff, dann machen wir Dienstag. Jackie und Cola. Rollen Benz. Guck mal, wie gut ich tanzen kann. Okay, Caro. Also Dienstag. Aha. Kann ich die Kamera ausmachen? Ja.